Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video und zwar heute die Livestream-Ankündigung und noch einen kleinen Vorschau auf den Patch 241 und die Accessoires, die es dazu gibt. Und da dachte ich mir, wir gucken mal auf die Patch-Notes vom Battle.net, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, aber zuerst die Livestream-Ankündigung, auf die ihr sicherlich schon gewartet habt. Und zwar zum Start der neuen Season am 29. April. Werde ich einen Livestream machen, so circa von 18 Uhr, um zu zeigen, wie man eben mit den Gruppen levelt. Vielleicht seid ihr ja auch online, dann könnt ihr zuschauen und vielleicht sogar mitmachen, ja, dass wir dann gemeinsam leveln in die neue Season, versuchen auf 70 zu kommen und ein paar Paragon-Punkte zu bekommen und natürlich noch neues Gear zu erhalten. Also schaltet ein ab 18 Uhr am 29. April. So, und jetzt nochmal dazu zu Patch 241, was ich noch nicht mit erwähnt hatte. Also in den Patch Notes stand das damals auch nicht wirklich so drin. Es gibt einen neuen Goblin und es gibt neue Gegenstände und neue Transmogs. Und dieser neue Goblin erlaubt es uns eben, neue Begleiter zu bekommen. Das hier ist er, der neue Goblin. Wenn ihr den trefft, dann habt ihr die Möglichkeit eben neue Gefährten zu erhalten. Also das sind hier zum Beispiel solche Gefährten. Gibt natürlich noch andere. Es gibt noch viel mehr als nur diese drei. Also im Patch bzw. auf dem Testrealm waren einige, ich weiß gar nicht, es waren 12, mehr als 12 auf jeden Fall, die man da noch bekommen konnte. Also jetzt hatte man ja pro Season auf jeden Fall einen Gefährten bekommen. Das heißt, bei Season 4 war es ja, glaube ich, dieser Eishund. Dann jetzt Season 5 war es dieses kleine Baumwesen. Season 6 kann man halt, wie gesagt, auf diesen Goblin treffen und ihn töten und dann diese Gefährten erlangen. Ja, neue Belohnungen, ohne Fleiß keinen Preis, seltene Belohnungen. Hier sehen wir zum Beispiel Flaggen, Flügel, Porträtrahmen, der etwas komisch aussieht. Ja, und ihr könnt auch lesen, wir haben besonders seltene Belohnungen über die Welt von Sankt Jarian verteilt. Eine ist seltener als andere, doch keine Belohnung ist leicht zu erbeuten. Wisset, dass nur die ehrgeizigsten Nephalem dazu bestimmt sind, diese ganz besonderen Accessoires zu ergattern. Das kann man sammeln, teilweise durch Kisten und Truhen, ja. Das kommt nicht durch diesen Goblin, also es gab Leute, die haben solche Flügel zum Beispiel in Kisten gefunden. Ich weiß nicht, ob es auch wieder für die Set-Portale neue, einzigartige Flügel geben wird. Beim letzten Mal waren es ja diese grünen Flügel, die man bekommen konnte. Und jetzt weiß ich nicht, ob man die hier vielleicht auch neu Set-Portale, aber bis jetzt waren sie nur in Truhen zu finden. Also seid gespannt auf die neue Season, öffnet Truhen, jagt Goblins, denn es ist möglich, Goblins auch wieder zu farmen und zu gucken, dass man vielleicht so einen lustigen Goblin bekommt. Wie man diese Goblins farmt, das werde ich euch noch in einem Video zeigen. Also seid gespannt auf das Goblin-Farm-Video. Ich zeige euch dann die Farm-Spots und wo man diese Goblins am besten trifft. Ja, das können natürlich immer von jeder Art alle möglichen Goblins sein. Das ist schade, aber naja, nicht zu ändern. Deswegen bleibt einfach dran und bin gespannt aufs nächste Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.